Ist auch 16 Uhr, genau. Hallo zur endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Endlos habe ich schon oft gesagt, weil es immer ähnliche Themen sind, die man auch immer wieder neu deutet. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste jetzt eine vereinfachte Pyramide auftauchen. Ja, genau. Also das ist quasi Maslow vereinfacht. Also der Körper hat Bedürfnisse, aber diese körperlichen Aspekte sind basic. Also ihr wisst, ich mache auch Qigong, Yoga, Tai Chi. Und da sind die körperlichen Geschichten nicht nur negativ. Ich komme zurück zu mir, zu meinem Körpergefühl. Geist. Das ist wirklich der Geist, der plant, macht tolle Sachen. Aber macht auch Unsinn. Mag gerne Zucker und Alkohol. Kurzzeitige Geschichten. Ist nicht der King. Lernen wir im stillen Sitzen. Und darüber hatte Maslow, glaube ich, Transzendenz. Das, was ich da Bewusstsein nenne, ist eben dieses nicht bewertende Bewusstsein, was man in relativ tiefer Meditation dann kultiviert. Mal den wieder weg. Und das muss keine Pyramide sein. Es ist jetzt erstmal ein Dreieck. Das nächste ist ein vereinfachtes Ikigai. Ja, okay, damit wir wenigstens die Grundlage erstmal wieder haben. Weil das, was ich kann und das, was ich mag, bei dem, was wir hier machen mit Meditation, also das Schulen von den Brahma-Viharas, Freundlichkeit, eigentlich die kleine Schwester von der Liebe, also Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut. Wir haben schon entwickelt, Liebe und Weisheit haben die gleiche Definition, sind die gleiche Richtung. Das ist die Richtung, in die wir uns entwickeln wollen. Das heißt, dieses Ich entwickelt sich langsam zu dem Kreis, was ich liebe. In dem nächsten habe ich sogar Ich und Liebe genommen. Und dann haben wir, was die Welt braucht. Das weiß ich gar nicht. Das ist eine Unbekannte. Man denkt es, Intuition, man wüsste, weiß man nicht. Welche Welt ist damit gemeint? Die Welt der Menschen? Oder der Planet? Der Planet braucht keine Menschen. Und dann marketingmäßig auch, wofür die Leute bereit sind, was zu bezahlen. Das weiß man auch nicht immer. Wir wissen nur, je weniger Leute über ihren Affengeist bei sich selber Bescheid wissen, umso mehr sind sie eben durch Gier, Hass und Verblendung getrieben. Also kaufen sich Sachen, die eher dem entsprechen. Kurzfristige, schnelle Spaßgeschichten, nicht gesundes Essen und so weiter, weil man dann eben mehr darüber nachdenken muss und dazu haben viele auch gar keine Zeit, keinen Bock. Das heißt also, diese beiden könnten einer sein. Wir wollen uns aber eigentlich immer noch in den Bereich, in den Ikigai-Bereich bewegen, aber wir hatten das schon. Wenn ich sage, unter dem Ikigai-Bereich, da ist für mich leer, da bin ich mit etwas, was ich nicht haben will, da möchte ich, was ich nicht kriege, das ist Stress. Ich werde da krank von. Wenn ich das wirklich
verstehe bei mir, dass wenn ich hier unter dem Ikigai bin, dass mir das wirklich nicht gut tut, dass ich das nur ein paar Jahre aushalte. Ja? Also das ist ja auch im Allgemeinverständnis, dass wenn ich zum Beispiel eine Familie habe, dann habe ich die nicht mit 60, ja? Wie Opa oder Oma, sondern und muss dann die Kinder trotzdem hüten. Das ist aber auch okay. Nee, mir geht es darum, diese Doppelbelastung, die schafft man nur, wenn der Körper sich sowieso sehr gut regeneriert, also zwischen 20 und 40 so in dem Dreh. Ja, da kann man das dann noch aushalten, insbesondere wenn man Opa und Oma hat, die dann ab und zu die Kinder noch nehmen. Oder man Karriere dann macht, also viel Geld ranholt, was bei vielen gar nicht geht, auch wenn die sich anstrengen. Ja, egal, auf jeden Fall, ne, da kann man dann vielleicht kurzzeitig mal nach unten wegditschen in diesen hohlen Bereich, ja. Aber man wird da krank drin. Und wenn ich das in mir festgestellt habe, dann sage ich, ich brauche Geld zum Leben, aber das mache ich nicht. Ja? Die Gesellschaft drückt einen da ja hin, aber mache ich nicht. Wäre ich krank von, mache ich nicht. Das heißt, ich bin, ob ich nun Künstler, wie letztens gesagt bin, oder einfach nur auf mich selbst fürsorge, ne, achte. Das heißt, der unter dem Ikigai-Bereich kommt für mich nicht in Frage. Wir befinden uns eh auf dem Weg zur Liebe, also zum oberen Kreis. Und der andere, wir wissen beide nicht, was die Welt braucht und das, wofür es Geld gibt. Also ich glaube, da ist eine Diskrepanz, aber das machen wir es mal einfacher. Das heißt, wir sind in dem oberen Bereich. Das ist eine Deutung, die man machen kann. Also ich und die Welt, Geld, ich, genau, ich und die Welt. Ich und Liebe kommen zusammen und das Geld und die Welt können auch zusammenkommen. Ich glaube, das hier war für heute dann die Vereinfachung. Weil dann sind wir nämlich wieder bei Geld und Liebe. Das Gleiche, wo wir vorher waren. Ich lasse die mal, und dazwischen, ne, wenn beides zusammenkommt, da findet dann Leben statt. Also ohne großartigen Stress. Jetzt als Beispiel mit dem Ditschen nach unten und was das für einen Einfluss hat. Wenn ich zum Beispiel Meditation unterrichte, weil das ist das, was ihr sehen könnt. Ich habe das eingangs schon eingeführt. Wenn ich Meditation verkaufen möchte, also als Kurs oder so, also als Kurs rennen die Leute dann nicht so schnell weg, aber hier auf YouTube ist die Empfehlung, diese Evergreen-Videos, die Themen davon immer wieder zu nehmen. Ist klar, finden die Leute gut, mache ich das. Immer wieder. Ne? Also letztes Mal hatten wir Ikigai, also mache ich heute wieder Ikigai. Nee, aber auf eine Art und Weise, wo ich jetzt schon weiß, das ist mir zu kompliziert, das will ich nicht, letztes Mal war schöner. Ne? Egal. Also wenn ich Geld verdienen wollte, dann müsste ich jetzt quasi diesem Affengeist, das, was die Leute interessiert, wofür sie möglicherweise, also hier ist ja Geld, ist ja Follower, ne? Also auf YouTube. Das heißt also, wenn ich viele Watch Minutes kriege, Watch Hours, also viele Leute das angucken, immer dabei sind, dann kriege ich höhere Tantiemen, ich nicht, bin viel zu wenige Follower, aber wenn ich jetzt Tausende von Followern habe, dann sieht man das auf dem Konto. Also dann möchte ich dann schon immer wieder diese Attraktionsmomente, die fütter ich dann. Also diese Videos mache ich dann. Wenn ich aber was vermitteln will, Meditation, dann muss ich auch mal ab und zu an die unschönen Dinger dran. Zum Beispiel das letzte Video, da geht es um Prozessphilosophie in Bezug zu dem Taschentuch. Ist enorm wichtig. Ne? Kartesianisches Weltbild und Prozessphilosophie. Viel zu kompliziert, mag ich nicht, gucke ich mir nicht an. Ich mache das aber trotzdem, weil das gehört in den Gesamtzusammenhang. Ne? Und in Bezug auf Meditation, das weiß ich,
Also bei Achtsamkeitsmeditation, wenn ich das verkaufen muss, diesen Kurs, dann kann ich nicht mit Hindernissen umgehen. Weil die Leute kommen in den Kurs und wollen jetzt Entspannung. Jetzt, sofort, gleich. Und mit Problemen, die haben im Alltag Probleme. Das will ich jetzt nicht in meinem Entspannungsmeditationskurs auch noch hören. Lernen findet aber erst statt, indem ich mir die unschönen Sachen mit einem bestimmten Prinzip, RAIN, habe ich auch schon oft erwähnt, angehe. Ne? Feststelle, was verhindert denn mein inneres Lächeln? Ne? Also ihr merkt, das sind zwei verschiedene Sachen. Wenn ich also nach unten zum Geld orientiert bin, dann kommen diese lernwichtigen Inhalte gar nicht vor. Und das ist das, was man eben in Yoga, in Qigong und so feststellen kann. Also das ist ja mein ziemlich naheliegendes Betätigungsfeld, dass ich dann Meditation beim Yoga weglasse, ja, und beim Qigong auch diese komplexeren Sachen nicht mache. Ja. Also es prägt die Vermittlung. Wie weit konnte ich das deutlich machen? Ja, also dass das wirklich den Inhalt verdreht. Das war eigentlich alles, was ich erstmal theoretisch heute unterbringen wollte. Und jetzt, in diesem Moment, ihr habt ein bisschen Happy für den Affengeist. Jetzt langsam die Augen schließen und in euch feststellen, sind da Turbulenzen? Wie geht es meinem Körper? Durchaus so einen Bodyscan machen. Aber in diesem Moment zum Beispiel, das war viel Theoriekram, das heißt, es macht Sinn, auch mal darauf zu achten, wie beeinflussen meine Gedanken meine Körpergefühle? Mal so. Habe ich ablehnende Sachen, die der da, also ich, erzählt hat, wo ich mich irgendwie, finde ich, unpassend oder habe ich eine andere Meinung, das regt mich auf. Also dieses Gefühl bei sich festzustellen. Oder da ist mal jemand, der sagt genau das Gleiche, wie ich mir das auch schon vorgestellt habe. Das wäre dann Einklang. Also wie prägen meine Gedanken, meine Gefühlswelt, meine Körperempfindung? Mal so rum. Ungeheuer wichtig. Bin ich aufgewühlt? Bin ich ausgeglichen? Zuzuschauen, wie der Geist und der Körper zur Ruhe kommt. Oder auch nicht. Ja, wie ein Freund. Einfach mal da sein. Für die in diesem Moment, für das, was jetzt ist. Vollständig atmen. Was fühle ich jetzt, ohne es zu benennen? Fühle.
Körper, wie er da atmet. Noch eine Minute in Stille. Und dann drei eurer eigenen Atemzüge mit der Frage ohne eine Antwort. Einfach nur die Frage ins Nichts: Wie war das jetzt in euch? Keine Antwort. Einfach den Fokus dahin. Und dann öffnet langsam eure Augen. Grafiken war vielleicht genug. Also mit dem Ikigai, wir werden da sicherlich nochmal mit umgehen. Aber mir geht es auch darum, diese Konzepte wirklich zu hinterfragen und eben selber zu deuten. Nicht einfach zu sagen, oh, da habe ich jetzt ein Werkzeug und schon wird das Leben gut. Für die meisten reicht das nicht. Also es geht einem dann auf, wo man hin wollte, und dann kann man das überprüfen und merkt, für viele steht das gar nicht offen. Mal ein anderes Mal darauf eingehen. Das soll ja die Leute, die in diesen Bereich kommen, nicht vergällen. Also wenn ihr es schafft, in diesen Bereich zu kommen, ist das doch toll. Aber für viele, viele Leute steht das nicht zur Verfügung. Den hier, die vitruvianische Figur, habe ich noch, weil wir das nächste Mal sicherlich ein bisschen mehr auf Geometrien gehen. Dreieck hatten wir bei Maslow, Quadrat und Kreis. Und dass das einfach ähnliche Assoziationen über den ganzen Globus verteilt für Menschen hat. Kommt nächstes Mal. Für heute, denke ich, war es das. Okay, dann kultiviert euer inneres Lächeln. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr wollt.